Entführt. Neue Mission. So, die grauen Gegenstände kann er hier verkaufen, ne? Guck mal, was das alles ist. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich habe mich verlaufen. Ich muss hier hin. Das kann der süße Roboter auf jeden Fall mal so zwischendurch. Auf jeden Fall machen. Senatorin, verstehen Sie doch, die Reparatur von Coruscants Infrastruktur ist grün-stumpfwinklig. Wir brauchen eine schwarze Winkelhalbierende, um die rote Parallele zu erreichen. Das ist zwecklos. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich bitte um Geduld, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Ich formuliere es klarer. Die unteren Ebenen sind äußerst beunruhigend und voller Unfälle. Aktive Helfer können das Problem lösen. Ich gebe auf. Habt ihr eine Ahnung, was der Botschafter-Droide sagen will? Warum ausgerechnet ich? Keine Ahnung, aber selbst die Protokoll-Droiden können diese Sprachmuster nicht entschlüsseln. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich bin Senatorin Oranda und das ist Pataka von der Gree-Enklave. Bevor ihr fragt, die Gree sind ein entlegenes Volk von Isolationisten. Sie waren am Bau von Coruscants ursprünglicher Infrastruktur beteiligt. Wir haben sie um Hilfe bei den Reparaturen gebeten und sie haben diese Droiden geschickt. Welche Teile der Infrastruktur müssen denn repariert werden? Energie, Wasser und Müllverarbeitung. Dinge, die fürs Überleben dieser Welt unabdingbar sind. Der Krieg hat große Teile Coruscants verwüstet. Die Enklave benötigt Rohstoffe und bietet dafür die Umkehr von Coruscants gelb-konkavem Zustand an. Zu diesem Zwecke stehen wir für einen weißen Scheitel bereit. Gree-Droiden scheinen in Gree-Mustern zu sprechen. Ich muss dieses Kauderwelsch verstehen, um Coruscant wieder aufbauen zu können. Ich drücke mich einfach aus und bitte um Verständnis. Der Handel steht vor großen Schwierigkeiten. Meine Repräsentanten werden bei den Reparaturen angegriffen. Feuer, Schäden, Furcht. Können Sie mir folgen? Etwas Bedrohliches hindert euch bei der Ausführung eurer Aufgabe? Das ist eine zutreffende Annahme. Ihr Verständnis ist wirklich gut. Coruscant ist auf diese Reparaturen angewiesen, um weiter zu bestehen. Pataka, die Repräsentanten müssen diese Gefahren einfach überwinden. Unmöglich. Meine Repräsentanten brauchen Hilfe von jemandem, der Feuer, Schäden und Chaos gewohnt ist. Eine schwarze Winkelhalbierende, verstehen Sie? Das klingt nach einer Aufgabe für einen Jedi. Jedi? Ah, sogar die Gree kennen ihre Natur. Jedi sind zugleich schwarze Winkelhalbierende und rote Gleichseitigkeit. Ich werde die schwarze Winkelhalbierende mit nützlichen und wertvollen Dingen entlohnen, die es nur in der Enklave gibt. Meine Repräsentanten werden Ihnen ihre schwarzen Kugeln erklären. Das sind kühne und gewagte Missionen. Sprechen Sie mit ihnen und hören Sie zu. Jawohl. Okay, jetzt habe ich aber hier zwei Hauptmissionen, ne? Dort gehe ich nie wieder hin. Nicht nochmal zum blauen Neuneck. Jetzt bin ich gelb-konkav. Mein Rahmen ist für alle Zeiten beschädigt. Und wofür? Undankbare Menschen. Wie hast du dir diese Schäden zugezogen? Feuer, Rauch, Klingen. Die Bewohner der unteren Ebene haben mich unzählige Male angegriffen. Meine Rückkehr ist ein Wunder. Ich gehe nie wieder dorthin. Coruscants Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zum Fließen zu bringen. Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten.
Wie wolltest du die Wasserversorgung wieder reparieren? Ich habe ein Gerät erschaffen, das die Genialität der Gree zeigt. Es eignet sich perfekt für die nötigen Reparaturen. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt, aber die Reparatur steht noch immer aus. Korusans Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Kann ich dein Gerät zur Wasserversorgung bringen? Sie bieten sich als schwarze Winkelhalbierende an? Welch erfreuliches und unerwartetes Angebot. Oh, die nerven aber auch. Ich Ihnen geniale Erfindungen der Gree an. Nehmen Sie meine Erfindung und bringen Sie sie an der Wasserversorgung an. Sie müssen zuvor jedoch ein paar Ventile in der Nähe schließen, um keine Explosion auszulösen. Seien Sie vorsichtig, die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne greifen sicher an. Ich wünsche Ihnen eine blaue Tangente und eine unversehrte Wiederkehr. Okay, also, sollen wir jetzt mal das hier machen. Das ist eine Aufgabe von Coruscant. Und das ist eine Aufgabe von meiner Klasse. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hier hin, ne? So. Wir gehen jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal die von der Klasse. Sonst kommen wir nämlich hier durcheinander. Sorry für den kleinen Abstecher, aber ich dachte, die gehört zur Mission dazu. Es gibt also mehrere Hauptmissionen. Aber wir gehen erstmal auf die Klasse. Oh shit. Wieso zum Teufel kann ich da runterspringen? Okay, das war Quatsch. Das war, by the way, auch der erste Tod. Und er war mega dumm. Sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus.
Da muss ich hin, ne? Moment. Sprech mit Kira. Bin hier falsch. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Okay, ich bin hier falsch. Wir gehen, wenn wir jetzt gerade schon hier sind, können wir auch das hier gerade machen. Aber an sich war das falsch. Ich wollte eigentlich erst entführt machen. Komme ich denn dahin? Wir sind auf jeden Fall aus stärker. Ich brauche auf jeden Fall auch eine Knifte. Das Ding hat null Cooldown, ne? Das kann man einfach so gut wie spammen. Dann räumen wir jetzt erstmal hier auf. Eine Pistole oder so.
So, ich bin gleich da. Okay, let's go. Ich kann mich anscheinend hier verkleiden und dann auf die Terminals zugreifen. Wenn das irgendwie geht, muss ich auf jeden Fall eine Knifte kaufen. So, das war Nummer 1. Es ist schon krass, weil ich jetzt einfach des Todes spammen kann.
Okay, geradeaus. So, können wir mal hier gerade unseren kleinen Druiden wegbringen? Da kann man gerade Schrott verkaufen gehen. So, repariere die Hydrostation. Die ist hier hinten irgendwo. Was soll denn das? Weg da, aber ein bisschen plötzlich. Das ist unsere Wasserversorgung und wir mögen sie kaputt. Und jetzt weg hier. Die Wasserversorgung gehört der Republik. Ich werde sie reparieren. Nein, sie muss kaputt bleiben. Wir brauchen dieses Wasser. Wir haben kein Geld und nirgends sonst in diesem Distrikt gibt es kostenloses Wasser. Wenn diese Quelle versiegt, werden wir sterben. Was ist mit euren Eltern passiert? Sie sind im Krieg gestorben, okay? Wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Das ist der einzige Platz, den wir haben und die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Könntet ihr euch einen anderen Platz suchen, wenn ich euch ein paar Credits gebe? Ja, das wäre ein Anfang. Dazu braucht es aber einiges. Das sollte für dich und deine Freunde reichen. Wow! Ich habe noch nie so viele Credits gesehen. Damit kommen wir eine ganze Weile klar. Danke. Okay. So, kehre zu Dingsbums zurück. Schnellreise. Senatgebäude. Stopp. Senatgebäude, nicht Senatplatz. Und dann kümmern wir uns endlich um die richtige Mission. Um die Klassenmission. Die Systeme zeigen eine intakte Wasserversorgung nach oben an. Sie haben meine Erfindung einwandfrei an der Wasserversorgung auf der Ebene der schwarzen Sonne angebracht. Meine Hochachtung. Eine Gruppe von Kindern hat das Wasser der kaputten Wasserversorgung benutzt, um damit zu handeln. Eine fehlerhafte Wasserversorgung ist nicht für unreife Lebenszyklen geeignet. Die Reparatur diente ihrer Sicherheit. Das saubere Wasser fließt wieder und nährt die oberen Ebenen. Die Leidtragenden von Coruscant profitieren von der Genialität der Gree. Dank ihnen entwickelt sich meine schwarze Kugel zu einer violetten Parallelen. Wenn ich Pataka davon berichte, wird er es begeistert der Senatorin weitergeben. Ich bin froh, dass das Leben auf Coruscant nun besser ist. Ist die quatschen, ne? Die Infrastruktur des Stadtplaneten zeigt noch etliche Schwächen. Da steht doch kein Schwein. Dringend anzuraten. Ich habe Ihnen eine geniale Erfindung der Gree versprochen. Dieses Gerät wurde extra für Sie entwickelt, als Zeichen meiner Anerkennung und Wertschätzung. Ich werde die Systeme von Coruscant weiter verbessern, um die Wasserversorgung der oberen Ebenen sicherzustellen. Ich bin Ihnen überaus dankbar. So, was kriegen wir von ihm? Einen geileren Gürtel. So. Sprich mit Tibitak. Machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier. Kann man das hier erstmal. Kann man das hier aufgeben?